Oh, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geotastic 18K Pinpoint Maximal Run. Wir wollen ganz entspannt herausfinden, wo wir sind in drei schnuckligen Runden. Wir lassen uns dafür natürlich unendlich viel Zeit und los geht's mit Runde 1. Dann gucken wir mal. Bunderberg. Jin. Die drei. Ich hätte jetzt auf Australien getippt. Neuseeland hat rot, nicht? Bunderberg. 30. Ach, das war ja so, dass das Blau überall verteilt war, nicht? Aha. Aber Bunderberg war das nicht bei Sydney? Ah, die hatten grüne Schilder schon. Und hier ist 93, 74, 49, 3. Hier, Bunderberg. Haben wir doch. War nicht bei Sydney, es war bei Brisbane. Jin. So, da ist Jin. Haben wir auch. Oh, ganz alte Dinger. Jin Hotel. Okay, wir sind auf einer ganz komisch geteilten Straße. Das müsste man aber erkennen. Hier, das ist ein gutes Schild. Die A1, Bruce Harvey. Ja, okay. Ah, ja, okay. Und wir stehen vor dem Jin. Da ist es. Beziehungsweise ist das Jin gegenüber und wir sind südlich davon. Also hier. Bei der Jin Police Station. 5,68 Meter. Sehr gut. Damit in Runde 2. Oh. Dachte kurz Deutschland, aber dann sind wir wahrscheinlich Richtung Tschechien oder so. Vielleicht Polen? Oh, nee. Wir sind in... Ah. Tja. Jetzt wieder herausfinden, was das war. Ich habe das mir irgendwo abgespeichert, weil ich kann mir das immer nicht merken. Das ist das Einzige, was ich so nervig finde, dass ich es immer nachgucke, wenn es soweit ist. Wo ist es denn? Pizza Tycoon? Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe es mir irgendwo gespeichert. How to Baltic Countries? Da. Das hier ist es, nicht? Zwei schräge Dinger sind Litauen. Mein Gott. Er ist dicht am Polen dran. Passt ja auch. Litauen sind wir also. Ist auf jeden Fall ein gutes Cheat-Sheet, dieses Ding. Weil die sind sicher, bis auf die Sprache nicht. Also Estland kann ich unterscheiden, aber Litauen und Lettland, wenn du hier in der Pampa startest und nur diese Seitendinger da hast, Da dreht sich durch. Ich meine, was kann man sonst noch erkennen? Hier die Dinger. Der eine ist gelb, der andere hat zwei Punkte, der andere hat zwei kleinere Punkte. Okay. Die Strommassen, der Winkel ist ein bisschen anders. Hier die Schilder sind ein bisschen dicker oder so. Oh. Also das sind auch so marginale Sachen, die man sich einfach nicht merken kann. Nicht? Hier, das ist, da brauchst du erstmal einen Zebrastreifen. Da musst du also in der Stadt fahren. Busschild sieht ein bisschen anders aus. Also das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, sind diese Randschilder, weil die überall auftauchen. Aber wir sind wirklich im Nirgendwo. Hier steht was dran.
Lenas und Tujinai. Lenas und Tujinai. Die fliegen zum Horizont. Lenas. Lenas, Lenas, Lenas. Turunganai. Ah, das war wieder mit Jinai, Kai und Brei und Lai und Dai. Hier unten ist Ai, Tujinai. Verena. Wir suchen aber Lena. Yakenai. Kumnai. Das war da. Punia. Kavia. Versailles. Ah, hier liegt Frankreich. Okay, zu viele Kais, nicht? Tenjai, Kai. Tojinai, da ist es. So, wo ist jetzt Lenas? Lenas, da. Das heißt, wir sind gerade hier raufgefahren, würde ich sagen. Da steht auch die Null. Wow. Ja gut, weil die Straße hier beginnt, nicht? Nach Sisekai. Wo ist Sisekai? Sisekai. Warum man nicht im Milunai ranschreibt, weiß ich nicht. Aber dann sind wir hier und wir kommen von hier. Das ist die Frage vor der Kurve nach Nordosten. Wir befinden uns aber schon in der Kurve, oder? Hier ist ein kleiner Feldweg. Ah, shit. Hier gibt es einige kleine Feldwege. Der geht Richtung Nordwesten, Norden, Osten, Süden, Westen. Der geht nach Nordwesten. Es gibt keinen nach Nordwesten. Es gibt nur nach Nordosten welche. Müsste ja so laufen. Also wenn gerade noch so. Er ist nicht eingezeichnet. Scheiße. Oder wir waren doch noch an einer anderen Stelle. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube kaum, dass wir hier waren. Aber hier wäre einer nach Nordwesten. Weil dann wären wir durch 2000 die Kai gekommen. Und ich glaube, dann würde Masekai dran stehen, anstatt Lenners. Wobei das hier nicht gegeben ist. Und wir müssten dann Richtung Süden über eine Autobahn kommen. Könnt ihr mal gucken, was hier kommt. Okay, das hier muss doch sehr markant sein. Grinnenjai. Usenilani. Aber das hier gab's doch gar nicht. Die hier führt nach Norden. Das ist das hier. Würde ich mal spontan behaupten. Aber die hier gab es nicht. Und die ganzen Häuser gab es nicht.
Also, oder ich bin blind, aber ich sehe hier keine Häuser. Und hier sollen ganz viele Häuser sein. Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. Wir fahren nochmal. Wir fahren nach Norden. Leicht Nordosten. Dann ganze Zeit nach Nordosten. Habe ich eine Straße übersehen? Nee. Bin ich mehr gefahren, als ich gerade schon wieder denke? Rechts sind ein paar Häuser. Aber auch nur eine Handvoll. Okay, wir sind mehr gefahren, als ich dachte. Gut, das sind auch 8 Minuten auf der Uhr. Ja, wir fahren die ganze Zeit gerade. Und dann kommt ein kleiner Bogen. Und dann kommen wir auf die Kreuzung. Also sind wir vielleicht wirklich nur hier? Auf dem Stück? Dass wir hier stehen? Das sind die paar Häuser, die wir sehen. Und dann fahren wir bis hier hin. 2 Kilometer nach Lenners. Also da vorne ist es schon. Ich würde fast sagen, das ist zu weit weg, oder? Na gut, 2 Kilometer kommt hin. Ja, das wären genau 2 Kilometer hier. Uzulenis. Da ist aber Uzulenis. Sind wir hier? Dann würden wir hier die ganze Zeit fahren. Und dann war die Abzweigung die hier nach Norden. Das heißt, wenn wir jetzt nach Südosten fahren und das mehr Osten als Süden. Oh, müsste jetzt so ein Bogen nach oben kommen. Kommt. Okay. Und da müsste jetzt die große Abbiegung kommen. Dann haben wir's. Und da müsste ein Feldweg sein, der nach Norden abgeht. Und kommt nochmal eine Biegung. Okay. Und noch eine Biegung? Ne, wir sind doch woanders. Shit. Oder war das die Biegung vorher und das war jetzt das hier? Kann natürlich gewesen sein. Jetzt fahren wir nach Osten. Das geht eher nach Nordosten. Na? Man richtet sich hier auch nicht hundertprozentig richtig aus, nicht? Ich meine, manche sagen immer, es gibt den Trick, das so zu machen. Aber dann geht er auch mehr nach Osten als nach Norden. Wir gucken mal die Ecke uns da an. Immer noch Lenas 2 Kilometer und Tauschenei 10. Also passt immer noch. Das ist ja fies. Die haben halt auch die gleiche Ausrichtung an der Stelle. Okay, das bedeutet aber, wir starten jetzt vor einer Kurve nach Nordosten auf dieser Straße. Das heißt, hier. Und der Feldweg geht aber eigentlich nach Nordwesten weg. Also, der hier, da müssen wir stehen. Ansonsten sehe ich hier keinen Feldweg. 3,77 Meter. Boah,
Das war aber fies. Ich hätte am Anfang echt gedacht, wir sind hier und nicht da. Gut, dass Uzulenis, weil hier unten stand Uzulenis dran. Also das Gebiet heißt, ach hier. Das Ganze ist ein Biotop, Uzuleni. Deswegen steht das hier unten dran, dass man da reinfährt. Oh, gemein. Deswegen dachte ich nämlich, das ist irgendwie hier die Abbiegung irgendwo. Na gut, aber damit ab zu Runde 3. Schon wieder Singapur? Reserved for Season Parking. Mondays to Saturdays. Wer soll denn das lesen? Ist ja eine halbe Bibel. Ja, und übrigens, falls Sie gestern hier standen, aber nicht den dritten Tag im Montag, dann parken Sie bitte nächste Woche links am Montag zu Sonntag, aber ansonsten passen Sie auf, dass hier auch nur Frauen parken dürfen und hier hinten nur Kinder und hier bitte nur das und ja, und wenn Sie das alles noch nicht haben, boah, ein bisschen übertrieben. Das ist so ein bisschen wie damals in, wo waren wir da? In Bangladesch, wo die irgendwie 20 oder 30 Hinweise hatten auf einem Schild. Du fährst 70 und musst 30 Hinweise lesen, was du als nächstes machen darfst. War auf jeden Fall verrückt. Yishuni Avenue. Block 424. Block 424. Oh, wir kommen hier nicht direkt raus. Vorhin waren wir bei Block 300. Kommen wir auch nicht raus. Oh Mann. Singapur, ja. Jetzt müssen wir nur die Ausfahrt finden. Dann wissen wir nämlich die große Straße. Kommen wir hier durch? Sieht zumindest gut aus. Hier. Nee, das ist das Parkhaus, da will ich nicht rein. Komme ich nicht einfach auf die Straße? Jawohl. So. TPE, CPE, das kennen wir auf jeden Fall. Singapur, das ist auf jeden Fall hier TPE. Block 400. 200. 201, 272. Interessant, ich drücke hier und das bewegt sich im Hintergrund. Yishun. Vielleicht sehen wir Yishun einfach. Hier ist Punggol. Sengang, Selta, Yishu. Hier, das wird es eher sein. Yishu. Yishukang Road. Wir brauchen aber Yishun Avenue. Urgang. Yishun Avenue, da ist sie doch. Noch weiter nördlich. 789 Block 400 oder sowas hatten wir, nicht? Block 600. 700? Nee, falsche Richtung. 800? Oh, noch falscher. Abbruch, Abbruch. 400. Hier sind wir. Das passt auch zu den verwinkelten Dingern. Und wir sind Avenue 6. Hier ist 1. Hier ist Avenue 6. Und 11. Passt. Street 31 und bla bla bla. Da oben, Street 31. So, und wir stehen vor Blocknummer. Out. Out, out. The game is out. 425, Avenue 11. Avenue 11, Block 424.
448, 458, 426, 28, 24, 27, 35, hier ist auch Avenue 6. Hier 700, 450. Ich liebe es immer, wenn unsere Nummer nicht drin steht. Oh Mann. Aber wenn hier 26 ist, hier ist 28, hier ist 24, hier ist 25. Und die Straße geht nach Norden. Ist das eine geteilte? Ah, könnte man als geteilte Straße einzeichnen. Könnte man. Bist du Block 424D? Hinter uns ist 427, das passt. Bango Bongo. 5,26 Meter und damit View Results. 18.000 Punkte, wie immer. Wir waren 2 Minuten in Australien unterwegs, 12 Minuten 28 in Litauen und 5 Minuten 38 in Singapur. Damit haben wir nur 20 Minuten und 10 Sekunden heute gebraucht. Das war super und ich würde sagen, ja, beim nächsten Mal wären wir vielleicht noch schneller. Bis dann und tschüss.